So Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Jackin und das Auge des Schicksals. Weiter geht's, meine Freunde. So, jetzt probieren wir das einfach nochmal. Eve, was mich interessieren würde. Hm? Wie hast du Umbati auf unsere Fährte gebracht? In den Stangen meines Stativs waren Signalraketen versteckt. Gelegentlich habe ich eine abgefeuert. Einfacher ging's nicht. Okay. Das wäre erstmal alles. Hm. Wenn's mich zuerst erwischt, dürft ihr mich aufessen. Jacksteaks? Igitt. Wenn's mich zuerst erwischt, dann nehmt eure schmutzigen Finger weg. Und da uns niemand von draußen finden kann, würde nicht mal das uns retten. Wir könnten unsere Körper aneinander reiben, um Wärme zu erzeugen. Dazu brauche ich aber noch mehr Wein. Hier wird sich überhaupt niemand an irgendjemandem reiben. Spielverderber. Ha. Wir finden schon einen Weg hier raus. Erstens ist das Tor verschüttet und zweitens haben sie uns die Mäntel abgenommen. Wir haben ja nicht mal mehr Kletterausrüstung. So kommen wir keine 10 Meter weit. Wir haben schon alles getan, was wir konnten. Du meinst, wir sollen einfach aufgeben? Nein, ich meine, wir waren richtig gut. Und was haben wir davon? Ein Haufen Eis, in dem wir uns eingesperrt haben. Während Umbati den Meteorit auf seiner Silvesterparty präsentiert und die Schurken dieser Welt unsterblich werden. Wir sind hier, weil wir von nichts zurückgeschreckt sind. Ja, aber wir sitzen trotzdem fest. Und wir werden in Kürze noch viel fester sitzen. Danke nochmal, Eve. So, ich habe ja in der letzten Folge das hier gewählt. Aber jetzt wählen wir mal das, vielleicht geht's dann weiter. Ich denke, Eve hat ihre Strafe bereits erhalten. Ist wirklich schön, in eurem Club der Loser aufgenommen zu sein. Vielleicht. Wie auch immer, wir haben es nicht geschafft. Umbati 1, wir 0. Okay, die labert schon mal andere Sachen. Jetzt hör mal zu. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, das neue Jahrhundert gehört Leuten wie uns. Naja, vielleicht hast du ja recht. Lasst uns hoffen, dass Leute wie wir sich den Umbatis dieser Welt auch weiterhin in den Weg stellen werden. Leute wie ihr wohl eher. Ich habe keinen Platz in der Ruhmeshalle verdient. Ich denke, Eve, du würdest dich auch anders entscheiden, wenn du nochmal die Chance dazu hättest. Wow, das hast du nett gesagt. Entschuldigung. Wisst ihr was? Ich habe noch eine letzte Rakete übrig. Wir sollten das neue Jahr gebührend empfangen. Ja, geht doch, Leute. Geht doch. Frohes neues Jahr. Auch eine bessere Zukunft. Auf weitere mutige Menschen, die auf der richtigen Seite stehen. Moment mal, hört ihr das? Das ist doch... Hä, wer kommt da jetzt? Jack, das ist die Charming Princess. Zumindest teilweise. Lol. Und sie fliegt. Genau. Hey, da seid ihr ja. Tolle Idee mit der Rakete. So habe ich euch gefunden. Karl hat's umgebaut. Sehr cool. Und genau so war's Hammer. Geplant. Reden wir nicht lange. Gehen wir an Bord und jagen Umbati diesen verdammten Meteoriten ab. Wir werden einen Weg finden, ihn unschädlich zu machen. Dann los. Ja, Mann, endlich, Leute. Endlich haben wir es geschafft. Ich war ja vorher ein bisschen genervt von, aber gut. Da sind sie! Schneller! Kannst du nicht mehr rausholen? Du. Verdammter Jackin. Tja, hast du falsch gedacht. Wir bleiben nicht da unten sitzen, in dieser Höhle. Erledigt diesen Störenfried. Unmöglich. Was gibt's, Karl? Ich wollte Höhe gewinnen, aber die Höhenruder-Handkurbel macht nicht, was sie soll. Und was machen wir dann? Ganz ehrlich, keine Ahnung, warum es nicht geht. Nach meinen Berechnungen sollten Höhe und Balance recht gut funktionieren, auch unter diesen Umständen. Ich bin ein lausiger Ingenieur. Nichts kann ich richtig machen. Kein Wunder, dass mich mein Vater ein Taugenichts genannt hat. Hör auf mit dem Unsinn. Du bist ein brillanter Ingenieur. Hast du dir mal überlegt, worauf du da gerade stehst? Nein, nein, er hatte recht. Ich bin ein Nichtsnutz. So nutzlos wie der Anker, der dort runterhängt. Ein Anker an einem fliegenden Schiff. Überaus sinnvoll. Der Anker! Karl, du bist ein Genie. Schon klar, schon klar. Ärgere mich nur weiter. Nein, du verstehst nicht. Wir müssen den Anker... Moment. Ich habe eine großartige Idee. Jack, wir müssen unbedingt Gewicht verlieren. Du könntest versuchen, den Anker... Ja, ach nee. Ja, das ist es, was ich genau, ich auch. Tut mir leid, das Jack, auch aber für Erklärung ist jetzt keine Zeit. Wir müssen die Welt retten. Genau. Hi, Captain. Genau. So, ich muss mal kurz die Welt retten. Nee, so sieht's aus, Leute. Los geht's.
Mach die scheiß Kette weg. Ich benötige Werkzeug, um den Anker zu lösen. So, was haben wir hier denn alles Schönes? Das Rohr ist locker. Boah, Leute, ey, das nervt mich hier gerade. Das ist viel zu laut hier. Die Effektlautstärke machen wir ein bisschen runter hier. Ist nicht, wofür es gut ist. Naja, egal, scheiß drauf. Weiter geht's hier. Das Rohr ist locker. Ich weiß nicht, ich komme nicht an die Leiter, solange wir die verdammte Ankerkette nicht los. Ja, Kollege, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Haben wir hier nichts irgendwie zufällig? Nee. Höhenverstellung. Lenkrad. Da gibt's aber auch nichts. Nein, das Fluggefährt zu lenken ist meine Aufgabe. Ja, ja. Du machst es nur kaputt. Ist ja gut, Digga. Auto. Komm, gehen wir mal runter in die Kombüse. Da gibt's doch sicher irgendwie was. Irgendwie Werkzeug oder so. Würde ich mal sagen. Was zur Hölle? So kann der da nicht rein, der Vollidiot. Ja, sehr, sehr toll. Mal wieder gelöst, Leute. Ihr seid die Besten, ey. Ich benötige Werkzeug, um den Anker zu lösen. So, jetzt wechseln wir mal. Aha. Schubregler. Höhenverstellung. Kann man nichts machen, okay, am Lenkrad ist auch nichts. Sieh mal in meiner Werkzeugkiste nach, genau. Jack, sieh mal in meiner Werkzeugkiste nach. Vielleicht findest du etwas Nützliches. Oh ja, sicher. Danke, Karl. Nicht schlecht. So, wo ist die Werkzeugkiste? Ey, Digga, wo ist die Werkzeugkiste? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich hab doch... Sag mal. Wo ist die Werkzeugkiste? Ach, Kugelschreiber. Etwas ist falsch. Ich sollte nicht zu tief runter wegen der dichten Wolken. Verlieren wir sie aus den Augen, verschwinden sie. Schnell, Jack, tu was! Ja, ja. Ja, Digga, ich weiß nicht, wo die Werkzeugkiste ist. Tut mir leid. Wo ist denn die? Ich finde die nicht. Schubregler. Ah, wo ist diese blöde Werkzeugkiste? Ich finde sie nicht. Das Rohr ist locker. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Amanda, können wir kurz sprechen? Meinst du, das ist ein guter Zeitpunkt? Irgendwelche Ideen? Noch können wir Umbati aufhalten. Aber wir kommen nicht nah genug an sein Schiff heran. Schon gut. Ja, und Eve hat mal wieder auch nichts zu machen. Jack, ich will... Nicht jetzt. Na gut. Okay, dann wieder zu... Wir lenken einfach mal ein bisschen. Ja, was hat das jetzt gebracht? Wo ist die Werkzeugkiste? Hallo. Digga, ich weiß nicht, wo die Werkzeugkiste ist. Schnell, Jack, tu was! Ja, ja. Ja, pff, da halt nicht, ne, wenn... Wenn er mir nicht zeigt, wo die Werkzeugkiste ist, kann ich auch nichts machen. Mann. Hier muss doch irgendwo eine Werkzeugkiste sein. Ich komme nicht an die Leiter, solange wir die verdammte Ankerkette nicht los sind. Ja, aber hier ist keine Kiste, Digga. Was soll ich machen, Alter? Wo ist denn diese verkackte Werkzeugkiste? Oh, bin ich ein Vollidiot, Leute. Die ist in meinem Inventar. Sehr toll. Mein Gott. Das hier hin? Ich bin so doof, ehrlich. Sieht gut aus. Ich bin der dümmste Idiot, ehrlich. Wie, warum habe ich das nicht gesehen? Ich bin halt der Depp, wisst ihr. Wisst ihr Bescheid. Komm, mach die Scheiße jetzt los, ehrlich.
Ich hoffe, unter uns fährt gerade kein Schiff übers Meer. Ja, und wenn, ist auch egal, Leute. So. Jack redet mit Karl jetzt. Schnell, Jack, hab ich doch. Was. Ja, ja. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Schub. Nicht sagen. Und noch ein bisschen höher. Ah, macht er nicht, okay. Komm, gib noch mal ein bisschen Schub, Digga. Hau mal rein. Was ist jetzt? Was ist jetzt mit den Vollidioten? Jack, du musst den Anker entfernen. Hab ich doch schon. Jetzt? Hab ich doch vorher schon. Ja, was ist denn jetzt? Ach, der muss auch noch weg, der rechte, okay. Ah, dann sind wir leichter. Gut. Ich denke nicht, dass das doch, das wird funktionieren, Digga. Jetzt mach, einfach schnell und gut ist. Ja, geht doch. Und das war's mit unserem Anker. Die Charming Princess wird wohl eh nie wieder schwimmen. So, habe ich gemacht. Jetzt sag mir, was ich weiter tun muss. Großartig. Aber wir müssen mehr Höhe gewinnen. Jemand muss das Ventil am Rotor öffnen. Schon dabei, Captain Carr. Und das Ventil ist wo? Ich guck hier mal ein bisschen. Das Rohr ist locker. Ich gehe mal hoch, das wird da wahrscheinlich sein. Ich muss die Leiter hochsteigen. Nur Jack, so warte! Ich ans Ventil. Ja, warum denn was jetzt warten? Nicht die Leiter, viel zu gefährlich. Danke, dass du dich so um meine Sicherheit sorgst. Du bist zu schwer für die Leiter. Unmöglich nach den Strapazen und dem Essen der letzten Wochen. Nein, du verstehst nicht. Wenn du die Leiter hochkletterst, änderst du den Schwerpunkt des Schiffes. Das kann ziemlich schlimme Folgen haben. Wie sollen wir das Ventil erreichen? Gute Frage. Leider weiß ich darauf keine Antwort. Ja, du bist der Beste, ey. Du bist der Beste. Dann vielleicht haben die noch was. Amanda, die Zeit ist knapp und... Was genau willst du? Siehst du das Ventil da oben? Jemand muss es öffnen. Jemand, der leichter ist als ich. Sieht kompliziert aus, aber machbar. Gut, dann mach. Hau rein. Okay, wünsch mir Glück. Jo. Mach's Ventil auf. So, sehr schön und gut ist. Ja, super. Jetzt ist die da oben und kommt nicht mehr runter. Oh nein, ich bin gefangen. Wie komme ich jetzt runter? Wow. Und Karl dachte, ich könnte das Schiff beschädigen. Karl, bring uns näher an ihren rechten Flügel ran. Okay, mache ich. Schub. Erstmal Schub geben, würde ich sagen. Ah ne, jetzt sind die wieder weiter vorne. Machen wir nochmal Schub. Und jetzt einmal lenken. Ne, das bringt nichts. Immer hoch, würde ich sagen. Erstmal hoch. Es funktioniert! Lehnt euch zurück und genießt den Flug! So, nochmal Schub geben hier. Ja, Mann! Jetzt nochmal rechts lenken. Oh, wir kommen näher, Leute. Was ist jetzt? Was können wir jetzt machen, Digga? Hey, Jack! Brauchst du einen Schraubenschlüssel? Oh ja, sicher. Danke, Karl. Okay, vielen Dank. Nicht schlecht. Okay, was ist jetzt unsere Aufgabe hier? Dieses Ventil hat wohl etwas mit der Treibstoffzufuhr zu tun und beeinflusst so die Motorleistung. So kann ich das Ventil nicht auswählen. Das Rohr ist locker. Ich mache jetzt... Drück hier drauf und da passiert nichts. Mein Gott.
Professor Umbati. Hättest du gern. Okay, da geht auf jeden Fall nichts, Leute. Muss ich was anderes überlegen hier. Nee, das ist scheiße. Und jetzt nochmal hier lenken, würde ich sagen. Nochmal verstellen hier, oder? Boah, wir haben es gleich. Komm näher ran, würde ich sagen. So. Karl, bring uns näher an ihren rechten Flügel ran. Ich werde das Schädelbrecher im Hintergrund. Was hast du vor? Achtung, Jack. Zeig ihn, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Jack, bist du bereit? Ich bringe das Baby so dicht an ihre rechte Seite heran, wie ich kann. Ich bin soweit. Los geht's. Okay, super gemacht. Jetzt können wir gegen Schädelbrecher kämpfen. Der steht doch da schon und wartet auf uns. Da ist der. So, willst du aufs Maul hier? Komm her, mein Freund. Jetzt gibt's hier mit dem Schraubenschlüssel auch einen auf die Fresse. Besiege den Schädelbrecher schon wieder, okay? So, Kontrahent hat 3. Zack, schon down. Sehr toll, Leute. Du Loser! Ah, scheiße, jetzt hat er mich gehabt. Nächste Runde. Los geht's. Wir machen das so lang, bis wir es schaffen. Okay, das war nicht gerade sehr gut. Los geht's. Jetzt habe ich nur noch einen Versuch. Und R2, okay. Stich des Skorpions. Wirbel des Buschjägers. Sehr schön, okay. Gut. Können wir dazu machen. Na, ja, nochmal. Nochmal. Ich hab Zeit, Digga. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Los geht's. Kein Problem. Wird doch nichts hier, ehrlich. Los geht's. Aber man merkt, es wird einfacher. Ich brauche jetzt nur noch einen Ausnocker zu geben. Los dann geht's. Ist er down. Von daher weiß ich jetzt, was ich machen muss. So, hier. Jetzt kommt der Stich des Skorpions. Jetzt mache ich genau dasselbe wie vorher, weil da habe ich ihm auch eins abgezogen und da ging das. Wirbel des Buschjägers. Verloren. Loser. Haben sie gut gemacht, dass es jetzt hier ein bisschen leichter ist. Voller.
Na toll. Ich besiege den stärksten Kämpfer der Geschichte und kein Schwein sieht's. Hey, habt ihr das vielleicht zufällig gesehen? Karl, der Kerl will uns töten. Das Schiff ist schwer beschädigt. Verdammt. Terry hat die Princess geentert und ganz offensichtlich hat er sein Dynamit dabei. Penner. Das müssen sie wohl alleine schaffen. Ich muss jetzt den Meteor unschädlich machen. Gut, auf da runter. Genau, da unten ist er nämlich. Der hängt ja da unten am Schiff. Beziehungsweise am Luftschiff. Verdammter Jack Keen. Da ist der Dynamitzünder. Verdammt! Ah, geht nicht mal an, oder? Das ist wirklich kein schöner Anblick. Das könnte später wichtig sein. Spring auf den. Hallo, hässlicher Wicht. Hier drüben. Scheint ihm egal zu sein. Ja, normal hier. Einfach so. Terry. So heißt du doch, oder? Süßer kleiner Terry. Hier drüben. Hör auf, mich so zu nennen. Ich hasse diesen Namen. Was ist los, Terry? Halt die Klappe. Terry ist nicht mein Name. Aber so nennt dich doch Umbati die ganze Zeit. Umbati? Der hat mich auch vor dem Strand gerettet. Der darf mich nennen, wie er will. Terry, du bist ziemlich frech. Zum letzten Mal. Mein Name ist nicht Terry. Ich heiße... Ach, wie auch immer. Ich habe noch ein Schiff zu zerstören. Ich finde, Terry passt hervorragend zu dir. Wir hatten mal einen Hund, der hieß Terry. Halt die Klappe! Er war aber ein ziemlicher Feigling. Wag es nicht. Hat Stiefel abgeleckt. Noch ein Wort. Und wenn es drauf ankam, hat er den Schwanz eingezogen. So, das reicht. Blinder Gehorsam. Wir wollen ja jetzt mal ein bisschen nerven hier. Ja, eigentlich nicht. Weißt du was? Noch ein Mucks und ich werde wirklich... Das hast du schon vorgesagt. Uns umbringen, das wäre ja völlig überraschend. Und jetzt Ruhe. Ich muss noch eine kleine Überraschungsparty vorbereiten. Und rate mal, wer eingeladen ist. Ich frage mich, ob du immer noch so frech bist, wenn ich dich mit deinen Freunden zusammen ins Nirvana gefegt habe. Komm schon, ich bin bereit für ein Spielchen. Scheint ihm egal zu sein. Süßer... Terry, würdest du jetzt bitte das Dynamit weglegen, sonst tust du noch jemandem weh. Was ist eigentlich aus deiner Lieblingspistole geworden? Ach, ich vergaß. Die hat dir, glaube ich, ein Affe gestohlen. Du hast also was damit zu tun? Wo ist meine Kanone? Frag den Affen. Oh, das werde ich, nachdem ich ihn und seine Freunde mit Kugeln vollgepumpt habe. Wirklich schade, dass deine Pistole weg ist. Ich werde dich einfach... Kannst du aber nicht. Terry, sind das etwa Tränen? Das ist nicht schlimm. Jeder muss mal weinen. Das ist gesund. Weißt du, das war meine Lieblingspistole. Ich habe das Design wirklich sehr gemocht. Sei nicht traurig. Du wirst sicher bald jemanden umbringen, der eine schöne Pistole dabei hat. Und dann kannst du sie dir hernehmen. Oh, vielen Dank. Aber nun muss ich etwas vorbereiten. Euren Tod. Wechsel mal zu Eve. Ah, okay. Gut, dann mache ich jetzt hier mal einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.